Oh, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Wundertausch. Und tja, was soll ich sagen? Wir haben wieder eine Woche geschafft und wir sind jetzt im 49. Video. Wir haben jetzt zum 49. Mal uns zusammengesetzt, um diesen Wundertausch zu machen. Und ich muss mir jetzt mal gerade eben einen DS-Stift suchen, denn ich muss einen haben. Ansonsten wird das Ganze nicht wirklich super werden. So. Gut, okay, ich würde sagen, wir legen auch sofort einfach los. Und ihr seht es eigentlich auch schon. Ich kann eigentlich die Katze jetzt direkt auch mal aus dem Sack lassen. Wir vertauschen hier erstmal kleine Meadows. Ich finde Meadow the Marowak ist gar nicht mal so schlecht. Meadow the Marowak, das ist echt gut. Finde ich so als Spitznamen. Also Meadow, klar, frei übersetzt würde es heißen Wiese. Aber ich denke, so kommen wir doch relativ gut klar. Ich find den Spitznamen passend. Und um jetzt mal die Katze aus dem Sack zu lassen, ich habe diesmal keine Frage der Woche parat. Mir persönlich gehen jetzt so ein bisschen die Ideen aus. Vielleicht, was heißt vielleicht? Ich bin sicher, dass ihr auch eine Menge Ideen habt. Und ihr könnt sie mir gerne mitteilen. Schreibt sie mir wie immer in die Kommentare. Und wir tauschten mit Derek aus Indiana. Okay, Derek aus Indiana, was schickst du mir? Du kriegst ein kleines Meadow. Und ich kriege ein Trassler. Okay. Was soll ich sagen? Fängt schon mal gut an. Und einige werden es natürlich bemerkt haben. Ich habe das Tutorial gestern nicht hochgeladen. Hatte aber auch einen ganz bestimmten Grund, weil ich, glaube ich, alleine 2 Stunden erstmal gebraucht habe. Also ich persönlich habe erstmal 2 Stunden gebraucht, um überhaupt einen Anfang zu finden. Das ist immerhin mäßig. Und habe dann, nachdem ich es dann doch geschafft habe, es aufzunehmen, habe ich mir dann mal so das alles nochmal angeguckt. Und hab gemerkt, ey, es ist richtig. Kennt ihr das? Kennt ihr das, wenn. Oh, Südkoreaner. Okay. 6DV Ditto, please. Aha. Mach's gut, Meadow. Ach, schon wieder ein Trasler. Mensch, es wird ja immer witziger. Passt auf, und jetzt wird das dritte Pokémon auch wieder ein Trasler. Dann lache ich aber. Auf jeden Fall kennt ihr das, wenn ihr irgendwelche Sachen macht und plötzlich, nachdem ihr es fertig habt und eigentlich denkt, ey, das ist doch eigentlich ganz gut. Und ihr geht das Ganze nochmal durch und denkt, ey, was habt ihr da für eine Scheiße fabriziert? Ich sag's jetzt einfach, wie es ist, weil es war wirklich so. Da habe ich echt gedacht, was habe ich da für einen Müll produziert? Und da habe ich mir gedacht, ey, das kann ich nicht hochladen. So kann ich das nicht hochladen. Und bin dann halt auch einfach auch dann ins Bett gegangen, weil ich gedacht habe, nee, komm, das kannst du echt nicht bringen. Bin dann heute Morgen aufgewacht, beziehungsweise nein, ich war gestern Morgen aufgewacht. Und habe mich dann nochmal hingesetzt und plötzlich schossen mir so viele Ideen durch den Kopf, dass ich mich dann an diese Aufnahme gestern hin von. Wow! Hallöchen, Relaxo! Wenigstens kriege ich von Sarah was Gutes. Auch wenn es ein japanisches Relaxo ist, aber gut. Und dann kamen mir plötzlich so viele Ideen durch den Kopf und ich muss sagen, ich habe es bis jetzt relativ gut retten können. Und würde das dann auch gerne für den nächsten Samstag hochladen. Oh, wieder ein Solo-Pokémon. Nice. Ich brauche aber natürlich noch ein bisschen Zeit. Daher nicht ungeduldig werden. Ich habe auch schon den ein oder anderen Kommentar auf Twitter gesehen, die eine oder andere Nachricht auf Twitter gesehen, wo gesagt wird, ey, lass dir Zeit. Mach das so, wie du willst. Und gut. Ja, so mache ich das auch.
Und das ist es eigentlich schon. Natürlich! Ey! Was ist das, ey? Wieso krieg ich jetzt so viele Trassler? Ey, unglaublich! Das habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Das habe ich bis jetzt echt noch nicht erlebt. Krass, naiv, mit Nebelfeld. Ey. Tja, was soll ich sonst noch sagen? Oh ja, stimmt. Ich war ja Kanun. Hi, Kanun aus Deutschland. Oh, mir schwant Böses. Na, dann gucken wir doch mal, was Kanun aus Deutschland mir schickt. What? Was geht hier ab? Was? Ach du Heilige! Ey, was ist das für ein Wundertausch heute? Alter! Ein Shiny Schwalboss? Was? Shiny Schwalboss Level 100? Froh? Mit Adrenalin, Luftschnitt, Sturzflug, Aeroass und Schutzschild. Mhm. Wow. Wow. Okay. Ah, ist eine Datenübertragungsfehler entstanden. Geil. Ich würde jetzt gerne das nächste Pokémon tauschen. Wäre das vielleicht im Bereich des Möglichen? Dann könnten wir nämlich jetzt mal das nächste Pokémon abstauben. Und bezüglich der Streams, sie werden bald beginnen. Nebenbei sollte aber noch erwähnt werden, dass ich nächste Woche auch einen Stream mache. Aber dazu kommt aber auch noch ein gesondertes Video. Also müsst ihr jetzt nicht fragen, wann der Stream kommt. Er wird kommen. Und ihr werdet dann auch sehen, wann er kommt. Wie gesagt, im Laufe der nächsten Woche wird dazu ein kleines Video kommen. Und dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn alle dabei sind. Alle, die dieses Video gucken oder alle, die mir auf Twitch folgen. Vorausgesetzt, Twitch bannt mich nicht wieder irgendwann so in der nächsten Woche. Wäre ein bisschen scheiße. Ich habe mich auch mal wirklich als Twitch mich mal... Ich meine, irgendeinen Grund muss es ja haben, dass Twitch mich bannt. Aber ich habe nicht mal eine E-Mail bekommen, von wegen, dass ich gebannt wurde. Sondern ich wollte mich einfach einmal anmelden. Beziehungsweise ich wollte einfach nur einmal auf Twitch gehen und habe gesehen, ich kann gar nicht auf meinen Kanal drauf. Also auf meinen Twitch-Kanal. Und ich dachte mir, wieso? Dann gucke ich, klick auf den Link, beziehungsweise klick nochmal auf den Link und dann steht da plötzlich, dass ich gebannt wurde. Und ich habe nicht verstanden, warum. Weil es muss ja eigentlich irgendeinen Grund haben. Nur ist der mir überhaupt nicht bekannt gewesen. Keine Ahnung, also... War schon ziemlich komisch und dann habe ich mich auch schon echt so nach Alternativen umgeguckt und habe mich dann auch schon mal auf Hitbox angemeldet. Wobei ich persönlich, ich weiß nicht, Hitbox soll gut sein, aber ich bin dann letztendlich doch bei Twitch geblieben. Auch weil ich denke, mir folgen jetzt schon über 500 Leute auf Twitch. Da wäre es eine Verschwendung, jetzt zu sagen, ey, pass mal auf, scheiß mal auf Twitch. Wir gehen jetzt alle zu Hitbox rüber. Oder ich könnte das Ganze sogar auf YouTube machen. Habe ich auch schon gesehen. Aber da dachte ich mir auch, YouTube, schön und gut.
Aber ich weiß nicht. Das sind immer so Sachen. Ich bin jetzt auch ein, ich sag mal so ein Gewohnheitsmensch. In der Hinsicht. Weil ich denke mir, einfach never change a winning system. Und bis jetzt läuft Twitch relativ gut. Warum sollte ich das also ändern? Na gut, dann habe ich mal einen Tag gewartet und plötzlich war ich einfach wieder frei. Was ziemlich komisch war. Wie gesagt, ich wusste es nicht warum. Aber alles ist wieder in Ordnung. Wie gesagt, die müssten mir jetzt nicht auf die Idee kommen, mich nächste Woche irgendwann zu bannen. Das wäre jetzt ziemlich scheiße. Weil es mein ganzes Konzept total durcheinander bringen würde. Müsste ich mir was anderes einfallen lassen. Aber ihr kennt mich ja. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Damit nicht plötzlich wieder meine Stimme versagt. Kennedy aus Nebraska. Ich glaube, ich habe bis jetzt noch nie mit jemandem aus Nebraska getauscht. Was geht da ab? Ey, was zur Hölle ist das für ein Wundertausch? Orca! Das kann's nicht sein! Ey, ich verstehe das nicht. Shiny Schwalboss, drei Trasler, fast hintereinander. Und jetzt plötzlich ein Level 67er. Trikefalo. Ich glaube, das entwickelt sich sogar auf. Ne, entwickelt sich das auf 63 oder 67? Lass mal eben kurz schauen. Trikefalo. So. Duodino entwickelt sich auf 64. Okay. Komisch, aber gut. Okay. Und ich sag's auch mal jetzt einfach schon mal so vorweg. In der Nähe. Wovarusak? Keine Ahnung. Aus Sachsen-Anhalt. Jetzt wollte ich gerade anfangen, was zu erzählen. Und dann kommst plötzlich du. Und es ist. Ein Zickzacks. Wer hätte das gedacht? Ey, einen beschisseneren, weißt du, also an für sich, Zickzacks ist ein super nützliches Pokémon, aber einen beschisseneren Spitznamen für dieses Pokémon hättest du dir echt nicht überlegen können. Ey. Das ist, nein, das geht einfach nicht. Auf jeden Fall. Wird euch in der nächsten Woche, ich meine, ich kann es ja jetzt schon mal sagen, so ein kleines Infovideo, so ein kleines extra Infovideo erwarten. Genau, mir hat das Wort jetzt gerade gefehlt. Erwarten. Wo ich halt einfach nochmal wirklich über, ja, so fast eigentlich sogar schon das letzte vergangene Jahr mal rede. Weil mittlerweile bin ich auch schon über 5 Jahre auf YouTube und fast schon 3 Jahre auf dem Channel hier aktiv. Das ist schon nicht schlecht. Und es ist viel passiert in dieser Zeit mit diesem Channel. Und das muss man einfach mal so noch, ich denke mal, so ein bisschen Revue passieren lassen. Vielleicht wird im Dezember dazu ein Video kommen, wo ich das Ganze mal wirklich nochmal wirklich sacken lasse, Revue passieren lasse. Aber das Video, was in der nächsten Woche kommt, wird so ein bisschen das Zukünftige nochmal ansprechen. Ich weiß zwar nicht, was ich erzähle, aber ich erzähle einfach mal. Nebenbei tauschen wir auch mal mit Ash aus den Vereinigten Staaten. Wahrscheinlich
Ashley? Maybe? Du, Flor? Ich weiß nicht, also ich habe irgendwie so das komische Gefühl, dass mich hier noch irgendwas erwartet. Ich weiß nicht was, aber irgendwas erwartet mich hier noch. Ist nur so ein komisches, ist nur ein Gefühl. Ich kann mich auch täuschen, natürlich. Ach du, Flor. Junge. Trikefalo. Drei Trasler, fast hintereinander, wäre dieses fette Relaxo nicht da im Weg. Und, tja, was soll ich sagen? Nein, jetzt habe ich meinen DS-Stift wieder verloren. Warum muss ich ständig mit meinem DS-Stift herumspielen? Ach, weißt du was, du kannst mich jetzt mal, nämlich ja den hier. So. Jedes Mal spiele ich mit meinem DS-Stift, er flutscht mir aus der Hand und plötzlich ist er einfach unterm Tisch und dann will ich jetzt eigentlich nicht hier unter dem Tisch kriechen. Ein Toxiped. Wobei im Anime heißt es Toxiped. Ich weiß nicht, Toxiped hört sich irgendwie doof an. Genauso wie Fermicula. Und ich sag immer dazu Fermicula. Also ich finde so die Betonung im Anime ist ab und zu leicht komisch. Oder meine Betonung ist halt einfach scheiße. Ich weiß nicht. Habt ihr auch so irgendwie Pokémon gehabt? Wo ihr euch dachtet, hä? Ich spreche dich schon seit Jahren. Wirklich seit Jahren eigentlich so aus. Aber plötzlich hört man es einfach anders. Und das klingt dann für euch total befremdlich, weil ihr es immer anders gewohnt seid. Paddy aus Deutschland. Trade Shinies, please. Paddy aus Baden-Württemberg. Ich bin ja mal gespannt. Ein Goldini. Er ist einer der wenigen Deutschen, die mir kein unnötiges Pokémon schicken, auch wenn es nicht sein eigenes ist. Aber okay, es ist ein Goldini. Ja. System nicht ausschalten und ich möchte den nächsten Wundertausch durchführen. Japanisch. Wow. Oh, von Kaito. Kaito Kid. So, Meadow. Es tut mir leid, dass ich dich jetzt vertauschen muss, aber ich hoffe, du verstehst das. Und ich denke, bei anderen Trainern bist du besser aufgehoben als bei mir. Ich suche nach Tauschpartnern und es ist José aus Venezuela. Legend Battle gleich Noob. Es kommt drauf an, wenn man jetzt gegen einen Gegner kämpft, der Legendäre hat und man selber auch Legendäre hat und man das vorher ausgemacht hat, dann ist das ja nichts mit Noob. Dann sind die Möglichkeiten auf beiden Seiten gleich gut. Oh Gott. Was war das für ein Satz? Ich sollte erst nachdenken und dann reden. Weil ich persönlich bin ja jemand, ich rede erst. Und dann ist es zu spät, wenn ich merke, ey, was erzählst du da eigentlich für einen Blödsinn? Und dann habe ich wieder irgendwen verletzt oder, wow, Wonder Trade Wednesday Hype, Miguel aus Portugal. Okay, einer aus der Nappy Nation. Wäre mal schön, dass ich mal wieder einen von mir treffe. Und nebenbei hätte ich mal echt gerne
wirklich einen von mir? Ich weiß nicht. Cragnoir. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Französisch ist. Weil ich glaube nicht, dass es Cragnoix heißt, wenn es Englisch ist. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, Französisch. Warum? Aber wisst ihr, was ich richtig krass finde? Wir haben jetzt schon fast Ende November. Und wir sind jetzt zum 49. Mal mit dem Wundertausch beschäftigt. Ich hätte niemals gedacht, dass das eigentlich so gut ankommt. Skorgla, also ich weiß nicht, also heute, was ist heute los? Was werden heute für Pokémon vertauscht? Unglaublich. ...49 Videos zum Wundertausch. Das ist krass. Und ich denke mal, wenn Z rauskommt, wird es ja auch noch die Wundertausch-Funktion geben. Und dann wird es Wundertausch-Videos zu Z geben. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt relativ spät angefangen. Mit irgendwelchen Wundertausch-Sachen, mit irgendwelchen Wi-Fi-Battles. Andere machen das schon wirklich seit XY. Und ich bin ja wirklich erst jetzt in Oras eingestiegen, also ein Jahr später, wo man auch sagen muss, dass ich ja vorher mit Let's Plays beschäftigt war. Und ich habe ich Y zum Release-Date gemacht? Ich bin mir da jetzt gerade nicht sicher. Ich meine nicht. Garchomp Knight, please. Billy aus Tasmanien. Ich bin mir gerade überhaupt gar nicht mehr sicher. Wann habe ich das Video zu Y gemacht? Zum allerersten Mal. Das kann... Nein. Das kann nicht am Release sein. Das kann nicht... Your Mom. Your Mom. Geil. Fetter Spitzname. Auch wenn ich irgendwie nicht gerade den Zusammenhang verstehe, aber gut. Englisch, your mom, OT ist yo. Still Scheren macht. Mhm. So, vertauschen wir jetzt die vorletzte Reihe an Tragosso und ich gucke jetzt trotzdem mal, wann ich denn das mit Y gemacht habe. Das wird mich jetzt echt interessieren. Michael aus Michigan. Okay, Michael aus Michigan. Dann zeig mir mal, was du mir schickst. Ein Shiggy! Oh mein Gott, wie geil! Shiggy ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Carapuz. Irgendwie, weiß ich nicht. Spanisch? Französisch? Irgendwie eins von beiden. Und nebenbei mal angemerkt, ich habe fast schon 500 Spielstunden. Krass. Französisch. Sebastian. Das würde mich jetzt doch mal interessieren. Videomanager bitte. Und ich finde, das ist gut wie im Handy, dass du so schnell bist. Pokémon Y. Nebenbei tausche ich mit Alice aus Kanada. So, Pokémon Y. Ein Trasler! Das vierte schon heute!
Ey, was ist hier los? Was geht hier ab, Mann? Wieso sind heute so viele Trassler im Umlauf? Heftig. Ja, ich möchte tauschen. Ja, ich möchte tauschen und Trassler mal kurz angucken. Mäßig immerhin. Aber es kann halt nur Heuler. Ich habe Y zum ersten Mal gemacht am 30.04.2014. Namina aus Frankreich, aus Pitou Charente. Ein Illesaat? Aha. Okay. Also, ich verstehe gerade nicht, was hier los ist. Vier Trasler, ein Shiny, ein Trikefalo, ein Illesaat, ein Shigi. Level 1. Parabolladung, Donner, Mystowellen und Elektrifizierung. Wow. Man muss das jetzt auch mal so sehen. Ich hatte echt monatelang auf meinem Channel mal gar nichts gemacht. Also auch beim XY-Release habe ich YouTube komplett. Eigentlich. Ja, doch, eigentlich schon. Komplett vernachlässigt. Einfach auch, weil ich dachte, ey, ich muss mich um dieses Spiel kümmern, ich will alles erforschen. Und da war YouTube mir einfach im Weg. Da dachte ich mir, hey, nein, das mache ich nicht. Ah, geil, Zickzacks. Wuhu. Zwei Zickzacks und vier Trassler. Ey. Und ich weiß noch nicht mal, was heute für ein Tag ist. Heute ist Sonntag. Heute ist der 22.11. Aber das ist nichts Besonderes. Es trägt immerhin einen Trank. Also wenn man das nochmal alles so Revue passieren lässt, ist das schon echt schon krass, was mein Channel alles schon durchlebt hat. Aber ich denke, um jetzt ein bisschen in der Vergangenheit rumzustöbern, ist es noch ein bisschen zu früh. Jetzt kriege ich einen Kapuno. Ey. Jetzt als nächstes bekomme ich bestimmt einen Duodino und habe ich die komplette Entwicklungsreihe. Ey, vielleicht. Ich weiß ja nicht, wie das bei eurer Ausbeute ist. Könnt ihr mir auch vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Oder das Bild auf Twitter schicken. Und wenn ihr keinen Twitter-Account habt, macht ihr euch einfach einen. Das ist kostenlos. Ihr könnt mir da auch folgen. Ich schreibe regelmäßig irgendeinen Bullshit, den ihr dann noch kommentieren könnt. Da könnt ihr mich auch erreichen. Das sehe ich in der Regel sogar eigentlich genauso schnell wie ein YouTube-Kommentar. Und man kann das Ganze ist auf 160 Zeichen begrenzt. Heißt, die Nachrichten sind noch schön klein. Und man kann sich da echt aufs Wesentliche konzentrieren. Dylan aus Maryland. Okay, Dylan aus Maryland. Ein Pandio. Oh. Okay. Aber ich verstehe es halt nicht. Ist irgendwie ein besonderer Tag heute? Oder
weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Spinner Level 17. Ist frech und hat Fußangel. Also das heißt Fußangel, oder? Ja, Fußangel. Okay, gehen wir jetzt zur letzten Reihe. Letzte Reihe von Tagosso, die ich vertausche. Und dann werde ich diesen recht komischen Wundertausch auch dann beenden. Henrike aus der Schweiz. Habe ich mal mit einem aus der Schweiz getauscht? Mal abgesehen von Despo. Was? Was? Alter! Was ist hier los? Oh Gott! Ey, ich hab euch eben gesagt. Ey, irgendwas Komisches ist hier los. Und ich habe gesagt, wenn mich mein Gefühl nicht täuscht, passiert doch was. Und plötzlich kriege ich in einem Wundertausch zwei Shinies. Ob sie jetzt wirklich gezüchtet sind oder halt auch wirklich nur gegent, ist ja egal. Sie sind trotzdem legitim, sie gehen durch den Wundertausch durch. Daher... Was? Zwei Shinies! Was ist hier los? Alter! Wie krass ist das denn? Ich komme hier gerade nicht klar. Tut mir leid. Ey. So, was ist jetzt das nächste Pokémon? Vielleicht noch ein Shiny? Sage aus Vermont. Shiny 6 IV only. Na, ich könnte dir ja jetzt mal Jan Mega geben. Alter. Ein Dratini. Du bist aber nicht zufällig Shiny, oder? Nein. Dafür müsstest du mehr lila sein. Bist du lila? Oh mein Gott. Ey, ich bin nicht darauf vorbereitet, jetzt auf noch ein weiteres Shiny. Ich bin fertig. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt noch sagen soll. Ich bin fertig. Hart Expidermis, Drachenpuls, Wasserdüse, Eisenschweif und Turbotempo. Oh mein Gott. Alter. Daniel aus Texas. Nice to meet you. Boah. Daniel. Es ist mir egal, was du jetzt schickst. Ich glaube, das kannst du. Du kannst den Wundertausch echt nicht mehr versauen. Ein Pfiffchen. Ey. Ich verstehe es nicht. Warte, waren es zwei Zickzacks, die ich bekommen habe? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich habe nur gerade die beiden zwei Shinies. Zwei Shinies im Wundertausch. Das habe ich persönlich bis jetzt auch noch nicht gehabt. Oder? Nein. Nein, habe ich bis jetzt noch gar nicht. Und ihr seid live dabei. Naja, live. Zwei Zickzacks. Und ein spanisches Pfiffchen. Ein kleiner Heißblüter.
Okay, wir suchen nach Tauschpartnern. Japaner aus Aichi. Du kriegst jetzt ein Tagosso. Und ich kriege Zickzacks. Jawohl. Klasse. Geil. Ich weiß nicht. Level 12. Und ich habe jetzt auch keine Ahnung, ob ich irgendwen hier geweckt habe. Was mir aber in dem Moment auch jetzt vollkommen egal ist. Alter, irgendwas ist heute nicht in Ordnung. Leo aus Virginia. Okay, Leo aus Virginia. Ein Ariados. Wenn das jetzt auch noch shiny gewesen wäre. Gewesen wäre, ey. Ich wäre, glaube ich, sowas von ausgerastet. Es ist Level 45 von Marcos. Und wir vertauschen jetzt nun das letzte Zagosso. Und wir sind super gut in der Zeit. Abgesehen von diesem einen Datenübertragungsfehler sind wir relativ gut durchgekommen. Suche nach Tauschpartnern. Dann such jetzt auch. Steven aus den Vereinigten Staaten. Okay, Steven. Nice to meet ya. Was schickst du mir? Vehikel. Okay, ist ein netter Abschluss, würde ich sagen. Und das war's jetzt eigentlich auch an der Stelle von mir. Ich bedanke mich dafür, dass ihr diesen recht merkwürdigen Wundertausch bis hierhin geschaut habt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall beim nächsten Mal auch einschaltet, also beim nächsten Wundertausch. Der dann das 50. Mal ist. Ich denke, mehr brauche ich nicht zu sagen. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ich lade euch recht herzlich ein, dabei zu sein. Und tja, ich würde sagen, das war's von mir aus jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Habt noch einen schönen Sonntag und haut rein. Ciao!